Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Deutschland akut auf N24. Schön, dass Sie dabei sind. Das Thema unserer Sendung heute, alle Jahre wieder, wer stoppt die Energiepreisabzocke? Sinken die Temperaturen, dann steigen die Kosten. Klar, doch Energie wird jedes Jahr teurer und teurer. Heizöl kostet so viel wie nie und auch Gas- und Strompreise drohen wieder zu explodieren. Eiskalte Abzocke oder realistische Preisgestaltung? Der Verbraucher kann das kaum überprüfen. Die Energieriesen sitzen am langen Hebel und wir ziehen den kürzeren. Doch was treibt die Preise so in die Höhe und wohin führt das? Können wir uns Energie in Zukunft überhaupt noch leisten? Der Winter ist da, der Energieverbrauch steigt und die Energiepreise klettern auf neue Rekordhöhen. Warum die Anbieter die Preise eigentlich immer nur erhöhen und ob man dagegen überhaupt was unternehmen kann, darüber wollen wir heute hier diskutieren. Und dazu haben wir eingeladen Jürgen Scheurer, Energieexperte beim Verbraucherportal Verivox. Er setzt sich für mehr Transparenz am Versorgermarkt ein und wundert sich, dass immer noch viel zu wenige Verbraucher den Anbieter wechseln. Herzlich willkommen, Herr Scheurer. Hans-Josef Fell, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag, er kritisiert die Preispolitik der großen Energiekonzerne und fordert die Regierung auf, einzuschreiten. Guten Abend, Herr Fell. Guten Abend. Und Thomas Bareis, er koordiniert die Energiepolitik der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ob und wie die Bundesregierung einschreiten wird, verrät er uns. Guten Abend, Herr Bareis, herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Scheurer, das 12. Jahr in Folge steigen in Deutschland die Energiepreise. Ist das Marktwirtschaft oder Abzocke? Also es ist sicherlich zum Teil beides, denn wir stellen fest, dass wir zum Teil sogar sinkende Beschaffungspreise beim Strom hatten und trotzdem die Energieversorger die Preise erhöht haben. Das lässt sich so einfach nicht erklären. Es gibt allerdings Komponenten im Preis, die ganz einfach auch ansteigen. Wir haben die Förderung der erneuerbaren Energien beispielsweise. Wir haben die Netznutzungsentgelte, die ansteigen und auch die Beschaffungspreise. Also ein Teil ist sicherlich auch der Entwicklung geschuldet. Allerdings gibt es auch einen Teil, den wir so nicht beurteilen können, nämlich Marge und Vertrieb. Das Kosten der Energieversorger. Und da zeigt sich eben, dass auch erhöht wird, wenn die anderen Komponenten nicht steigen. Warum unternimmt die Politik in so einem Fall nichts, Herr Bareis? Also die Politik unternimmt sehr viel. Wir haben jetzt gerade eine große Herausforderung vor uns. Wir stehen vor einer der größten Veränderung unserer Energielandschaft. Wir investieren enorm in erneuerbare Energien die nächsten Jahre. Wir müssen die Netze ausbauen, wir müssen Speichertechnologien entwickeln. Das heißt, wir haben viele Punkte vor uns und wir wollen auf der anderen Seite die nächsten Jahre aus der Kernenergie aussteigen. Das heißt, ich will nicht behaupten, dass die Politik nichts tut in energiepolitischer Hinsicht. Aber diese Frage, ja, warum Energieversorgungsunternehmen Preise erhöhen, auch wenn Einstandspreise nicht steigen. Da könnte doch die Politik eingreifen. Ja, das stimmt nicht. Ich war gestern an der Strombörse in Leipzig und da kann man genau sehen, dass die letzten Monate die Strompreise an der Strombörse gestiegen sind. Es gibt zwei verschiedene Märkte. Es gibt die kurzfristigen Märkte, die Spotmärkte, die sind in der Tat natürlich gesunken aufgrund der neuen Anbieter. Aber es gibt langfristige Kontrakte, die sind in den letzten 10 Monaten um 15% gestiegen im Preis. Also insofern unterm Strich wird der Strompreis auch an der Strombörse steigen. Und wir müssen sehen, dass alle erneuerbaren Energien von Windenergie über Photovoltaik, über Biomasse, alle erneuerbaren Energien sind wesentlich teurer als die Kernenergie und auch die Kohleenergie. Und dieser Umstieg wird die nächsten Jahre viel, viel Geld kosten. Das müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen diesen Umstieg sinnvoll gestalten, daran sind wir dran. Wir müssen in die Technologien investieren, die auch bei uns effizient anwendbar sind. Darüber diskutieren wir noch, Herr Bareis, im Einzelnen. Ich möchte gerne noch Herrn Fell fragen. Finden Sie, dass die Bundesregierung ausreichend tut gegen die Energiepreisentwicklung? Um es kurz zu sagen, nein. Wir müssen uns ja die wirklichen Preistreiberei einmal anschauen. Es ist nicht unbedingt ein fehlender Wettbewerb. Es ist nicht unbedingt eine Umstellung auf erneuerbare Energien, die aus Klimaschutzgründen, aus Gründen der Energiesicherheit notwendig ist, sondern es sind vor allem die Verknappung der Rohstoffe auf dieser Erde. Wir haben kaum im Blick, dass wir eine Energiekrise haben, die wegen der Situation, dass immer mehr Menschen
Rohstoffe aus dem konventionellen Energiesektor nachfragen. Schauen wir nach China, die Automobilisierung. Und dass auf der anderen Seite aber die Rohstoffverknappung auf der Erde das Angebot verknappt. Und dann kommt natürlich das natürliche Grundgesetz, dass die Preise steigen. Hier gibt es nur einen Ausweg. Das ist Energieeffizienz, also sparsamer Energieumgang und die Umstellung auf erneuerbare Energien. Mit Ausnahme der Biomasse haben ja Windräder, Solarenergie, keine Rohstoffkosten. Wenn sie erstmal bezahlt sind, produzieren sie Strom. Da können wir dann noch genauer drüber reden. Das werden wir tun. Das werden wir tun. Bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich nämlich erstmal hören, was die Bürger auf der Straße eigentlich zu dem Thema zu sagen haben und wie sie über die Energiepreise denken. Ja, ich finde nicht okay, dass die Energiekosten immer weiter steigen, weil unsere Löhne steigen ja auch nicht immer weiter. Wir werden ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Wenn man Bürger entlasten will, könnte man die 8% Stromsteuer streichen. Dann wären die Haushalte ja auch schon etwas entlastet. Ja, sparsam sein. Die Konzerne müssen ja auch irgendwie dann ihre Kosten wieder reinholen. Den Profit hat der Konzern, der Vorstand, die Aktionäre und die Verbraucher sind angeschissen, auf Deutsch gesagt, wenn ich das Wort gebrauchen darf. So sehe ich das, ja. Bei uns darf er das Wort gebrauchen. Wir machen das natürlich nicht. Herr Bareis, kürzlich gab es eine Razzia bei großen Energieversorgungsunternehmen, Gasversorgungsunternehmen waren auch dabei. Was ist denn dabei rausgekommen? Also es gab viele Untersuchungen in den letzten Jahren und man hat immer wieder geschaut, ob es Verwerfung gibt am Markt. Preisabsprachen war der Vorwurf, aber auch die Frage von künstlichen Verknappungen im Strombereich. Mhm. Auch dieser Vorwurf gibt es immer wieder mal gegen die großen Konzerne. Im Konkreten hat man nichts gefunden. Ich glaube, man muss wirklich an ganz konkreten Punkten das festmachen und man hat derzeit noch keine Indizien dafür, dass es Absprachen gab. Es gibt auch bisher nach unserer Erkenntnis keine künstliche Verknappung. Wir wollen aber trotzdem den Markt stärker untersuchen, als es bisher der Fall ist. Deshalb wollen wir eine sogenannte Markttransparenzstelle installieren. Wir wollen eine Markttransparenzstelle gründen in den nächsten Monaten, um den Markt noch stärker zu kontrollieren. Wir wollen in Echtzeit die Daten von den Unternehmen einfangen und wollen die dann auch relativ schnell auswerten, sodass man mögliche Verwerfungen auch relativ schnell entdecken kann. Herr Fell, ist es damit getan mit einer solchen Transparenzerhöhung oder gibt es nicht auch einfach Ursachen darin, dass unser Energiemarkt von 4, 5 großen Anbietern dominiert wird? In der Tat würde Transparenz und eine Transparenzstelle, wenn sie richtig organisiert ist, natürlich schon einen positiven Effekt hervorrufen. Denn gerade wenn ein Energiemarkt von wenigen Konzernen beherrscht wird, das haben wir im Stromsektor, aber auch genauso im Heizölsektor. Wir wissen, wie wenige Konzerne es weltweit gibt, die das Erdöl beherrschen oder auch Erdgassektor, wie stark Gazprom beispielsweise ist. Wenn so wenige Konzerne natürlich die Machtdominanz haben, dann ist natürlich Preisabsprache, dann ist fehlender Wettbewerb auch eine treibende Kraft, die Energiepreise nach oben gehen lassen. Und wenn wir in den letzten Jahren im Stromsektor gerade gesehen haben, dass die Strompreise immer weiter gestiegen sind, so haben wir gesehen, dass vor allem die Gewinne von den 4 großen E.ON, Vattenfall, EnBW und auch RWE massiv gestiegen sind. Das sind nicht die erneuerbaren Energien, die Preistreiber sind, sondern es ist tatsächlich der fehlende Wettbewerb. Erneuerbare Energien senken heute schon die Börsenstrompreise. Das findet sich zwar nicht wieder in der EEG-Umlagesteigerung, aber dennoch im Geldbeutel der Bürger. Denn ohne erneuerbare Energien wären die Strompreise heute schon höher. Wobei Sie auch sehen müssen, dass heute schon ein durchschnittlicher Kunde über 100 Anbieter hat, unter denen er wählen kann. Sowohl im Gasbereich als auch im Strombereich. Also es gibt vor Ort schon einen Wettbewerb und der Kunde kann auswählen. Und wir haben erst vor kurzem Untersuchungen gemacht, dass wenn ein Kunde seinen Anbieter wechselt, kann er im Schnitt heute schon ca. 120 Euro einsparen. Ja, Herr Scheurer, nun sind das ja nicht nur die Großen, die Preise angehoben haben, sondern auch 200 kleine und mittlere Unternehmen, die Gasversorger sind in Kommunen und in Regionen, gleichzeitig Erhöhungen angekündigt. Liegt irgendwie nahe, dass doch Wettbewerb nicht so richtig funktioniert? Also der Wettbewerb generell funktioniert. Es gibt, wie der Herr Barey sagt, viele Anbieter, die Kunden haben Auswahl. Im Endkundenmarkt stellen wir fest, dort, wo es viele Anbieter gibt, wo die Rahmenbedingungen stimmen, Wettbewerb herrscht, hat der Kunde auch etwas davon, weil dort die Preise tendenziell niedriger sind als in Gebieten, wo ich nicht so
auswählen kann. Was wir sicherlich brauchen, sind andere Rahmenbedingungen, auch für die Kunden, sprich die Wechselprozesse zu vereinfachen, damit es einfach schneller geht, dass es keine Behinderungen mehr gibt für den Kunden beim Wechsel. Wer kann das regeln? Ist das eine politische Aufgabe? Das ist eine politische Aufgabe. Man hat im Moment jetzt gerade ein bisschen was getan, indem man sagt, es darf ab dem Zeitpunkt der Meldung nur noch 3 Wochen dauern. Mhm. Ja. Aber es insgesamt setzt der Staat immer noch zu wenig Rahmenbedingungen für Wettbewerb. Beispielsweise gibt es beim Heizstrom keinerlei Wettbewerb. Es gibt noch, obwohl eine gesetzliche Verpflichtung besteht, lastvariable Tarife anzubieten, für intelligente Zähler beispielsweise, gibt es auch dort keinen Wettbewerb. Und da wäre die Bundesnetzagentur, wäre der Staat gefordert, mhm, zu sagen, in diesen Bereichen sorgen wir auch für Wettbewerb und damit dann am Ende auch für zumindest konstante, wenn nicht gar sinkende Preise. Die Parteivorsitzende, unsere Bundeskanzlerin, hat gesagt, die Menschen müssen sich jetzt nach der Energiewende, die wir alle gemeinsam erreichen wollen, daran gewöhnen, dass Energiepreise schwanken, so wie wir uns ja schon immer an Kraftstoffpreise, die schwanken, gewöhnt haben oder gewöhnen sollten. Ist das nicht das Eingeständnis, dass Sie sich nicht zutrauen, da einzugreifen, regulierend einzugreifen in diesen Energiepreismarkt? Also Sie sagen es, es sollte nach wie vor ein Markt sein. Ein Markt entsteht durch Angebot und Nachfrage. Und ich glaube, zu viel Eingriff in diesen Markt schadet dann auch. Und nützt ja gut, aber es ist das nicht auch eine Daseinsvorsorge. Energieversorgung ist eine Daseinsvorsorge. Natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass wir, dass Strom in ausreichender Menge sicher und auch zu bezahlbaren Preisen vorhanden ist. Ja. Und unsere Aufgabe muss es sein, jetzt diesen Umstieg, den wir vorhaben, sinnvoll zu gestalten. Und jetzt müssen wir in Bereiche investieren, die bei uns auch effizient anwendbar sind. Ja, und wir müssen schauen, dass wir diesen Markt dann auch regeln. Da gibt es verschiedene technische Fragen, Energiewirtschaftsgesetz, das Sie vorher angesprochen haben. Aber an sich glaube ich, dass wir nicht irgendwelche Preispolitik machen können. Im Gegenteil, wir müssen sogar vielleicht eher wegkommen von einer Preispolitik. Wir haben im Bereich des Erneuerbaren Energiegesetzes eine klare Steuerung. Wir setzen Preise fest über 20 Jahre hin mit einer Einspeisegarantie. Also sprich, da gibt es so gut wie keinen Markt. Wir müssen sogar in diesem Bereich der erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren eher mehr Markt installieren und mehr Wettbewerb erzeugen. Und dann wird aus meiner Sicht heraus auch wiederum etwas vielleicht nach unten gehen mit den Preisen. Ich glaube, diese enorme Steigerung der letzten Jahre, gerade im erneuerbaren Energiebereich, hat auch viel damit zu tun, dass in Technologien investiert wird, die sehr, sehr teuer sind und eigentlich bei uns nicht zur Anwendung kommen sollten. Ich will etwas sagen zu den Fragen mit Wettbewerb. Denn man glaubt häufig, wenn man einen richtigen Wettbewerb hat, dass dann die Energiepreise wieder sinken würden. Das ist eigentlich der Sinn von Wettbewerb, dachte ich. Genau. Wettbewerb ist wichtig, um die Spitzen der Energiepreistreiberei kappen zu können. Mhm. Aber wenn wir wissen, dass unsere hauptsächliche Energieversorgung auf knappen fossilen und atomaren Rohstoffen beruht, die, wie ich eingangs sagte, immer knapper werden und damit Preissteigerungen sind, dann kann der Wettbewerb eigentlich nur bewirken, dass diese Spitzen genommen werden, aber alle mit Bewerber müssen ja die Rohstoffpreise bezahlen. Die steigen immer mehr. Wir hatten vor 10 Jahren 22 Dollar den Ölpreis. Heute liegt er bei über 110 Dollar. Das heißt, alle sind in der Pflicht, mit diesen Rohstoffen natürlich immer wieder ihre Preise zu erhöhen. Daraus kommt nicht der Wettbewerb als Problemlösung, sondern nur die Umstellung auf erneuerbare Energien, weil sie frei sind von Rohstoffkosten und die Energieeinsparung. Und da wird zu wenig getan. Wir sind immer noch zu stark in der Preisfalle dieser verknappenden Rohstoffe. Gut, Sie sagen, Politik greift direkt in die Preise nicht ein, kann es auch nicht, soll ein Markt bleiben. Aber natürlich hat der Staat, hat Politik durchaus was mit den Energiepreisen zu tun. Wenn wir an die verschiedenen Steuerarten denken, wenn wir an die erneuerbare Energienabgabe denken, also all so eine Dinge. Warum wird Energie denn immer teurer? Ist das richtig, was Herr Fell sagt, dass es die Verknappung der Ressourcen ist? Oder steckt dahinter nicht einfach auch der Ansatz, über immer höhere Preise den Energieverbrauch senken zu wollen? Also ehrlicherweise muss man natürlich sagen, dass der Staat im Prinzip der größte Preistreiber im Energiebereich ist, durch immer neue Steuern, Abgaben, immer höhere. Wir haben jetzt eine moderate Erhöhung der EEG-Umlage zwar erlebt, aber gleichzeitig wird zukünftig die ganze Förderung auf immer weniger Köpfe verteilt. Das heißt, sie wird deutlich steigen. Und das zeigt auch die Prognose, die dieser Tage veröffentlicht wurde. Gleichzeitig
setzt der Staat zum Beispiel einen Mehrwertsteuersatz auf die Energiepreise, den normalen, nicht den verminderten, obwohl Energie ja eigentlich ein täglich notwendiges Gut ist. Also nicht Maulesel, als Lebensmittel. Ja, Maulesel, Schnittblumen oder Hotelbuchung wird geringer besteuert. Wir haben als, jemanden von der FDP als Strom heute. Und Gas. Da wäre ein Ansatz, die Bürger zu entlasten. Wohl wissend, dass einfach Kosten auf uns zukommen durch den Netzausbau und durch die Förderung der erneuerbaren Energien, insbesondere der Solarenergie, die zur Energiewende natürlich nur einen geringen Teil beitragen. Weil die Sonne einfach nicht oft genug scheint. Herr Bareis, Mehrwertsteuer, 19%. Könnte man tatsächlich drüber nachdenken? Die Argumentation ist naheliegend. Auf der anderen Seite, also auf der einen Seite werden die Verbraucher mit 19% Mehrwertsteuer belastet, auf der anderen Seite werden energieintensive Industrien entlastet durch Subventionen, Steuererleichterungen. Verbraucherfreundlich ist das nicht. Also ich glaube, die Mehrwertsteuerdiskussion führt uns nicht weiter, weil das wäre, glaube ich, ein Problem vorbei diskutiert. Ich glaube, wir müssen ganz ehrlich und offen den Menschen einfach sagen, wenn wir in den nächsten Jahren Stück für Stück aus der Kernenergie aussteigen wollen. Und wenn wir auch in der Langfristperspektive auch weniger Kohlekraftwerke in Deutschland wollen und trotzdem aber unseren Strom selber produzieren wollen, müssen wir auf neue Technologien umsteigen. Und die werden einfach mehr Geld kosten. Und wir müssen diesen Umstieg jetzt sinnvoll gestalten. Und das ist mein Antrieb in der Energiepolitik, dass wir jetzt in die Technologien investieren, die in Deutschland sinnvoll anwendbar sind. Das und ist nicht die Solarenergie. Nicht die Solarenergie, ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen mehr in andere Bereiche gehen. Die Solarenergie kostet jährlich ca. 50% unserer gesamten EEG-Umlage und bringt aber nur knapp 2% unserer Stromerzeugung. Da sieht man mal, dass dieses Verhältnis nicht stimmen kann oder nicht passt auf alle Fälle. Mhm. Und wir müssen mehrere neue Technologien aber auch im Bereich der Speicher tun. Wir können diesen Markt und die erneuerbaren Energien gar nicht in den Markt integrieren, wenn wir nicht die Speicher auf der anderen Seite haben. Weil Sonne und Wind immer zu gewissen Zeiten vorhanden ist, aber andere Zeiten ebenfalls auch wiederum Strom brauchen. Also ich glaube, wir müssen ganz offen und deutlich ansprechen, dass diese Wende Geld kosten wird. Wir brauchen viel Investition, wir brauchen neue Technologien und wir müssen diesen Wechsel moderat gestalten. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns etwas länger Zeit nehmen für diesen Wechsel. Jetzt haben wir auch ganz klar und deutlich gesagt im Frühjahr diesen Jahres, wir wollen schneller vorankommen. Yeah. Wir haben in diesem Jahr nochmal eine Erhöhung von 17% erneuerbaren Energienanteil auf 20%. Wir kommen also relativ schnell voran. Aber wie gesagt, wir haben da noch eine ordentliche Wegstrecke vor uns. Was Geld kostet. Also schön wäre es, wenn die Bundesregierung tatsächlich einen Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen würde. Wenn wir die in diesen Tagen veröffentlichte der Übertragungsnetzbetreiber die Prognose für die EEG-Umlage mittelfristig anschauen, dann sehen wir erstens einen verlangsamten Ausbau der erneuerbaren Energien, aber dennoch eine Kostensteigerung für die erneuerbaren Energien, weil nämlich hausgemachte Fehler der Bundesregierung, der Schwarzgeld, natürlich gemacht werden. Das können Sie genau schauen bei der Photovoltaik, wenn ich jetzt die Deckelung-Diskussion höre oder anderen auch von Ihnen mit verursacht, dann wird das richtig runtergehen, auch zulasten der Arbeitsplätze. Aber unterbrechen Sie mich bitte nicht, meinen Gedanken. Denn es ist entscheidend, dass die Bundesregierung mit der EEG-Novelle und Schwarz-Gelb gemeinsam im Parlament die Kosten für das erneuerbare Energiengesetz nach oben treiben. Die Entlastung der mittelständischen Unternehmen neuer Branchen wird 2 Milliarden Euro Zusatzbelastungen für die Restkunden schaffen. Das ist eine erhebliche Preisteilerei, die nicht sein muss und die unnötig ist. Denn die Entlastung für die Strompreise, die ich ja schon erwähnt habe, durch die erneuerbaren Energien, ist auf der Seite ja auch da. Und noch ein Wort zur Photovoltaik. Sie wird in den kommenden Jahren mit die billigste Art der Stromerzeugung sein. Überlegen Sie mal, dass wir eigentlich immer Gleiches mit Gleichem vergleichen müssen. Abgeschriebene Kraftwerke mit abgeschriebenen und neue Kraftwerke mit neuen Kraftwerken. Heute schon ist die Stromproduktion aus einem neuen Photovoltaikkraftwerk billiger als aus einem neuen Atomreaktor. In wenigen Jahren wird sie auch billiger sein als aus einem neuen Kohlekraftwerk. Und wenn wir da noch vergleichen, wenn die 20 Jahre Abschreibungszeiträume hinter uns sind, dann wird die Photovoltaik mit einem Cent pro Kilowattstunde produzieren. Das kann kein Kohlekraftwerk, das kann kein Atomkraftwerk, niemand, sondern das führt uns in die spezifisch günstige Stromerzeugung, die die Verbraucher ja unbedingt wünschen und wollen und zu Recht wollen. Und das ohne externe Kosten, die eben über den Klimaschutz und andere Schäden, die die konventionellen Energien erzeugen, dann eben auch stattfindet. Insofern ist es richtig, jetzt auch in die Photovoltaik hier, und es ist auch die richtige Stromerzeugung neben Windkraft, neben Bioenergien, Wasserkraft, Erdwärme, jetzt zu investieren, weil uns das perspektivisch in bezahlbare Energiepreise bringt. Ich möchte jetzt nicht im Detail die
einzelnen erneuerbaren Energien gegeneinander abwägen. Das würde uns zu weit, führt uns auch zum Thema, vom Thema weg. Sie haben ja damals, also Rot-Grün hat damals diese Stromsteuer eingeführt zur Förderung der erneuerbaren Energien. Ist das ein Instrument, was wir heute noch brauchen? Wir haben natürlich eine Menge von Schadenskosten, die durch die konventionellen Energien verursacht werden, die in der Tat vom Steuerzahler bezahlt werden und nicht vom Energiekunden. Hier brauchen wir einen Ausgleich, damit eben nicht die Verschuldung des Staates immer weiter nach oben getrieben wird und wir an dieser Stelle dann größere Probleme haben. Eine pauschale Stromsteuerbefreiung wäre falsch, aber für den Ökostrom wäre sie richtig, weil das nämlich auch eine Lenkungswirkung für den Verbraucher bringt, dass er auch ökonomisch rentabel leichter den Ökostrom nehmen kann, wäre eine zusätzliche Markteinführungshilfe. Aber Atomstrom, Kohlestrom sollten wir bitte nicht von der Stromsteuer befreien. Herr Scheurer, die Europäische Union prognostiziert eine massive Steigerung der Kosten für Strom. Bis 2030 verdoppelt sich die Kosten für Strom und Gas beim Verbraucher. Ist das eine realistische Perspektive oder ist das Panikmache? Also ich denke schon, dass sie realistisch ist. Denn wir hatten zu Beginn dieses Jahres 7% Erhöhung beim Strom. Wir werden jetzt mindestens um die 4% haben. Und das, obwohl ja eigentlich nach der Energiewende jetzt noch nichts passiert ist. Das heißt, es gibt noch keinen erhöhten Zubau erneuerbarer. Es gibt noch keinen Ausbau weder der Verteilnetze noch der Übertragungsnetze in einem nennenswerten Maß in diesem Jahr. Das alles kommt ja noch auf uns zu. Und von daher kann man schon davon ausgehen, dass die Strompreise deutlich steigen werden, wenn man nicht andere Maßnahmen ergreift und den Bürger auch oder den Strompreis irgendwo entlastet. Das wäre sicherlich im Bereich der Steuern und Abgaben eine Möglichkeit. Denn es zeigt sich ja auch, die Bürger haben eigentlich nur die Möglichkeit, sich einen günstigen Anbieter zu suchen, auch einen günstigen Ökostromanbieter. Ja. Das gibt es alles. Ansonsten erhöhen die Energieversorger mit schöner Regelmäßigkeit ihre Preise. Und zwar nicht nur die großen, sondern eben auch die Stadtwerke. Auch die haben Renditeerwartungen. Wird Energie zur Luxusware, zum Luxusgut, wenn das eintrifft, was Herr Scheurer hier prognostiziert? Und wenn ja, was tut die Politik dann dagegen? Ich habe gelesen, es gibt schon heute 1 Million Menschen in Deutschland, die ohne Strom leben, weil sie die Stromrechnung nicht bezahlen können. Eine unglaubliche Zahl. Also Strom darf nicht zum Luxusgut werden. Ja, wir brauchen weiterhin eine Politik, die dafür sorgt, dass wir natürlich moderate Preiserhöhungen nur haben werden. Also wie gesagt, die Herausforderungen, die werden dazu führen, dass wir sicherlich in manchen Bereichen Verteuerungen bekommen werden. Aber mein Anliegen ist es, dass wir jetzt diesen Umstieg sinnvoll gestalten. Wir müssen jetzt wegkommen von teuren Technologien. Das ist das Thema Solarenergie. Da stecken wir jedes Jahr ca. 5 bis 6 Milliarden Euro hinein, ohne dass wir wirklich nennenswerte Anteile an unserem Strommix bekommen. Wir haben nur derzeit 2% unseres Stromaufkommens von Photovoltaik. Und wenn wir dieses Geld beispielsweise in Energieeffizienz investieren würden oder in Speichertechnologien investieren würden oder aber auch in Zubau von Windenergie und Biomasse, hätten wir einen wesentlich schnelleren Umstieg zu einem wesentlich günstigeren Preis. Und ich glaube, das sollte unser Anliegen sein. Wir sollten nicht gewisse Interessen hier oder irgendwelche Lobbygruppen bedienen, sondern wir sollten jetzt schauen, was gut und effizient für die Bürger ist. Und das sind Technologien, die wesentlich günstiger heute anzuwenden sind. Da gibt es eine Differenz zwischen Ihnen beiden, die wir heute nicht mehr ausräumen können. Vielleicht ein Wort noch dazu. Ein Wort, 10 Sekunden. Denn Solarstrom ist ja nicht nur eine Frage des Energiepreises. Solarstrom ist auch eine Technikentwicklung. Ich war gerade in Nordafrika auf einer Konferenz. Da geht es besser, weil dort, da scheint die Sonne viel mehr. Nein, da geht es momentan natürlich mit billigeren Stromerzeugungskosten als Kohle und Atom jetzt schon. Das heißt, da entsteht ein riesiger Markt. Und da entsteht nur noch die Frage, nicht ob Photovoltaik kommen wird in Deutschland, sondern welche Module wir kaufen, nämlich nur die chinesischen. Und wer, wie Herr Barreis, den deutschen Markt beenden dieses will, Thema, wer den beenden will, wird eben auch die Arbeitslosigkeit hier schaffen in der Solarindustrie und wird das Geschäft das will Herr den Barreis Chinesen sicher nicht. Überlassen. Dieses Thema müssen wir leider auf eine spätere Sendung verschieben. Vielen Dank, meine Herren, das war sehr interessant. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute dabei waren. Also ich denke, dieses Thema Energiekosten wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Dieses Jahr sieht es wieder gar nicht gut aus, aber uns bleibt ja die Hoffnung, dass der Winter vielleicht kurz und mild wird. Ich wünsche uns das auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder nächsten Mittwoch. Bis dahin. Tschüss. Machen Sie es gut.